Auf der Suche nach versteckten Entdeckungen und seltener Beute, die dein Ark-Abenteuer vorantreibt, wirst du mit deinen Freunden auf den Karten von Ark Survival Evolved verschiedene Wege einschlagen und hoffnungslose Schluchten, große Täler und sumpfige Mangroven entdecken können. Auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung ermöglicht dir der Server-Schwierigkeitsgrad, es mit schwierigen Kreaturen aufzunehmen, mit der Aussicht, noch bessere Beute zu erhalten. Durch die Einstellung von zwei einfachen Optionen auf deinem Ark Survival Evolved Server kann der Schwierigkeitsgrad des Servers leicht angepasst werden. Kleinere Änderungen können so schnell vorgenommen werden, um allen Spielern auf deinem Server ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Reite auf dem Rücken eines Triceratops, während dir dieser Beitrag erklärt, wie du deinen Schwierigkeitsgrad auf deinem Ark Survival Evolved Server ändern kannst. Wie du den Ark Survival Evolved Schwierigkeitsgrad ändern kannst. Gehe dafür auf dein Ark Survival Evolved Server Panel. Wähle in der Navigationsleiste links Einstellungen und danach die allgemeinen Einstellungen. Scrolle in den Einstellungen zur Serverschwierigkeit. Hier findest du die Option Schwierigkeitsoffset und Schwierigkeitsgrad überschreiben. Passe diese Einstellungen an, um den Ark-Schwierigkeitsgrad zu ändern. In unserem Fall setzen wir den Schwierigkeitsoffset auf 1.0 und Schwierigkeitsgrad überschreiben auf 4, was uns Kreaturen auf der maximalen Stufe 120 mit 400% Beute spawnen wird. Im Folgenden erklären wir dir, wie diese Einstellungen funktionieren. Nachdem du diese Anpassung vorgenommen hast, musst du deine Einstellungen speichern und den Ark-Server neu starten. Anschließend müssen alle nicht gezähmten Dinosaurier, die sich derzeit auf deinem Server befinden, gelöscht werden, damit höherstufige Dinosaurier spawnen können. Gebe dir Administratorrechte auf deinem Server und führe dann diesen Befehl aus. Damit löscht du alle Dinos. Cheat Destroy Wild Dinos. Übrigens, wie du Admin werden kannst, erfährst du hier. Dafür haben wir bereits ein eigenes Video gemacht. Der Ark-Schwierigkeitsgrad auf deinem Server ist jetzt eingestellt, um dich herauszufordern und im Gegenzug auch bessere Belohnung zu bieten. Hast du das Problem und bei dir spawnen gar keine Dinos? Dann geh einfach ins Hauptmenü und joine deinem Server nochmal. Den passenden Ark-Schwierigkeitsgrad herausfinden. Der Ark-Schwierigkeitsgrad einschließlich der Höchststufe der Kreaturen und der prozentualen Skalierung der Beute basiert auf den Werten, die für den Schwierigkeitsoffset und die Schwierigkeitsgrad-Überschreiben-Option festgelegt wurden. Es ist daher wichtig, diese Werte für deinen Server anzupassen. Eine einfache Methode, die richtigen Werte für diese Option einzustellen, besteht darin, den Schwierigkeitsoffset auf 1.0 zu setzen. Bestimme dann, wie hoch die maximale Kreaturenstufe sein soll, geteilt durch 10. Ändere die Option Schwierigkeitsgrad überschreiben auf diesen Wert. Wenn wir zum Beispiel die maximale Stufe auf 200 setzen wollen, können wir den Offset auf 1.0 und Schwierigkeitsgrad überschreiben auf 5 setzen. Um sicherzugehen, dass du den richtigen Ark-Schwierigkeitsgrad für deinen Server einstellen kannst, haben wir dir unten in der Videobeschreibung eine Tabelle verlinkt. Schau in dieser Tabelle nach. Hier findest du Beispiele, mit denen du den Schwierigkeitsgrad deines Servers genau so einstellen kannst, wie du es für dein Abenteuer bevorzugst. Wenn der Schwierigkeitsgrad zu schwer ist, kannst du ihn jederzeit anpassen. Ark bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Erfahrungen mit verschiedenen Karten, Mods und vor allem den Einstellungen, mit denen du deinen Server verändern und weiterentwickeln kannst. Diese stellen sicher, dass du und deine Gefährten das Erlebnis in vollen Zügen genießen können. Egal, ob es sich um eine leichtere Herausforderung handelt oder ob du den Schwierigkeitsgrad auf brutal schwer einstellst. In nur wenigen Sekunden kannst du über dein benutzerdefiniertes Serverpanel den Schwierigkeitsgrad deines Ark Survival Evolved Servers ändern und ein ganz neues Level an Spaß erleben. Wir hoffen, dir hat dieses Video geholfen. Gebe dem Video ein Like, wenn es dir gefallen hat und abonniere diesen Kanal bzw. drücke die Glocke, um keine Tutorial-Videos von uns mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.